willkommen bei einer weiteren Episode für mein Let's Play Ultimate Team. Und ich habe eben gerade mal zufälligerweise mal wieder nachgeschaut. Der Typ, der sich, glaube ich, vor zwei Episoden oder halt zwei Ingame-Episoden so beschwert hätte, dass ich so nur Glück gehabt hätte und den ich dann so ein bisschen getrollt habe, hat sich jetzt irgendwie so, ich glaube, mehr oder weniger ein bisschen entschuldigt bei mir. So scheint es zumindest. Wollte ich einfach nur mal der Vollständigkeit halber gezeigt haben. Es ist jetzt gerade mein vierter Versuch, der vierte Anlauf, eine Aufnahme zu starten. Weil ich hatte erst Probleme beim Internet, dann hatte ich jetzt Probleme mit dem Online-Pass. Ich musste jetzt mal FIFA neu starten. Ich hoffe, jetzt funktioniert es. Ich erzähle jetzt zum vierten Mal, dass ich jetzt nicht... Ich habe die letzte Folge die Bundesliga-Mannschaft gebildet und ich habe mir gedacht, ich kann jetzt nicht direkt das nächste Teambuilding direkt hinterher schießen, weil das ist dann immer 45 Minuten unglaublich lange Episoden oder noch länger und erstmal recht trocken am Anfang, was nicht jedermanns Kost ist. Deswegen habe ich mir gedacht, dann mache ich jetzt hier nochmal so eine lockere Episode mit meinem Südkoreaner-Team. Spiele ich in Liga 1 und ich hoffe, jetzt funktioniert es zum einen, dass ich hier spielen kann, ja, und auch eine grüne Verbindung habe. Sehr gut. Wunderbar. Eben hatte ich nämlich bei den ersten beiden Versuchen immer bei jedem Gegner eine orange Verbindung oder rot und das ist natürlich scheiße und das lag irgendwie an meinem Internet. Dann habe ich neu gestartet, also ich habe zuerst einen Upload abgebrochen von YouTube. Das ärgert mich jetzt auch ein bisschen, weil der Upload war recht lange und der lief auch schon ein paar Stunden und der ist jetzt komplett zunichte. Das ärgert mich ein bisschen. Und dann habe ich jetzt hier den Router neu gestartet, ich habe FIFA neu gestartet und dann hat sich auch noch ergeben, dass dann irgendwas mit dem Online-Pass nicht funktioniert hat, weil ich beim Anmelden bei FIFA noch nicht online war, weil mein Router noch nicht mit dem Internet verbunden war. Bla bla bla. Das Team vom Gegner, ich glaube, es war ein 4-3-2-1 und er hatte einen Inform portugiesischen Spieler, ich glaube, Shimao. Und ansonsten weiß ich nicht, was er sonst so für Spieler hat. Wollen wir es vielleicht uns anschauen am Anfang? Ich warte nochmal kurz. Ich meine, das ärgert jetzt wahrscheinlich kurz den Gegner, aber es würde mich doch nochmal interessieren, wie stark das Team vom Gegner besetzt ist. Ach, das dauert so lange. Es dauert mir jetzt selbst zu lange, also so viel Zeit kann man nicht haben. Also er spielt ein BBVA-Team, hat Pedro, genau, die habe ich ja eben auch alle schon zum Teil gesehen. Genau. Also Xabi Alonso im Mittelfeld und dann halt irgendwie Pedro Shimao, glaube ich, der Informspieler war das. Und dann, hier, stecken wir mal so durch, spielen wir mal steil. Kann er vielleicht annehmen, nee, aber dann spielen wir hier kurz. Oh, das war knapp. Das hat er gut noch gerade so abgefangen. Und... Vertribble ich mich. Scheiße. Das sind so Ballverluste. Die sind gefährlich. Ja, Shimao ist das. Habe ich richtig erkannt. Doppelpass. Oh, da wollte ich jetzt gerade... Ist gerade ein schlimmer Stich gestartet. Hätte ich jetzt gerade so probiert zu spielen. Boah, scheiße. Hab ich? Komm, hab ich. Komm. Sehr gut. Lassen wir mal fallen. Schauen wir mal hier kurz. Dreieck kann man den Ball so fallen lassen mit dem Torhüter. Ist ein probates Mittel. Ist immer besser, als sie abzuwerfen. Weil, dann man den Ball kontrollierter mit dem Torhüter rausspielen kann. Und das ist dann wichtig. Das ist wichtig. Ist noch mir. Schwimmen wir hier unten auf den Stürmer. Ah, der läuft leider nicht. Oh, boah, wenn er da gerade ins Leere geschlagen hätte, dann wäre der Ball beim Stürmer angekommen. Legen wir mal hier ab. Machen wir die Flanke. Komm. Boah, da kommt er angeflogen. Torpedomäßig, aber kriegt leider den Kopf nicht ran. Komm. Jetzt könnte es ein bisschen brenzlig werden. Schusstäuschung habe ich erahnen können und dann auch hier super den Ball rausspielen können. Haben wir hier so zack, 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 unten läuft vielleicht einer. Ja, schöne Ballverteilung hier. Spielen wir oben in die Gasse und dann, komm, am Tor vorbeigelegen. Und hier wirklich ein schöner Konter, würde ich mal sagen. Richtig schön ausgespielt. Da steht dann hier kurz, spiele ich, stecke ich durch und dann im 1 gegen 1 konnte ich überlegt den Torhüter ausspielen. Also ich denke wirklich sehr, also den Konter schön ausgespielt. Sorry, da muss ich so ausformulieren, aber... Ich finde es gut. Sehr überlegt auch. Nicht voreilig da in die Spitze gespielt, sondern dann das Spiel schön breit gemacht und den freien Mann angespielt. Und das hat dann letztendlich dazu geführt, dass ich da so frei vom Torhüter stand. So, der Gegner nimmt nur kurz eine Pause. Kann sein, dass ich gerade so ein bisschen geruschelt oder geraschelt habe. Ich habe gerade Probleme mit dem mit dem Headset-Kabel. Weil es steht mir gerade im Weg irgendwie. So, also sorry, wenn es gerade irgendwie so ein bisschen gerauscht hat oder ähnliches.
Und ich habe es jetzt mal besser positioniert. Das ist natürlich ein guter Start. Bin ich sehr zufrieden mit. Und den, komm, können wir rausspielen. Spielen wir schnell auf die, in die Spitze. Stecken wir durch. Jo, der ist durch. Sehr gut. Der zieht jetzt hier auch ab. Und dann... Uah, das ist immer... Den habe ich noch von FIFA 12 drin. Ich habe gedacht, der holt den Torhüter raus. Wollte ich dann am Torhüter vorbeilegen. Den muss ich Vollspann schießen. Ah. Oder vielleicht noch ein bisschen gehen. Schade. Mein Fehler. Schlecht gemacht. So, hier, Osebung. Der kommt, der kommt, der kommt. Boah, schade. Kommt da auch ran, aber... Hm. Also, da geht was in dem Spiel. Das ist immer lustig, solche Sachen. Komm hier an. Ja, yeah, gute Balleroberung. Wirklich stark hier von... Ich weiß nicht, ob es ein Innenverteidiger ist, ob es ein ZM ist. Das ist natürlich scheiße. Habe ich zu offen den Ball geführt. Oh, fast. Nee, verzocke ich mich. Jetzt wird es ein bisschen blöd. Oh, da macht er gute Schusstäuschung. Hat er mich gut stehen lassen. Könnte gefährlich werden, aber kriegen sie rausgespielt, muss ich rausschlagen. Oh. Ja, das ist scheiße. Das ist so ein dummes Tor. Das ist so ein dummes Gegentor. Oh, Mann. Da, ich schlage ihn raus und er kriegt... Ich spiele ihn da direkt das Ding an die Füße oder an die Knie. Und das ist halt... Da willst du auf Nummer sicher gehen, willst du einfach nur rausschlagen, anstatt den Ball anzunehmen und dann wirst du so dafür belohnt. Der Gegner hat nichts dafür gemacht, das ärgert mich halt. Er hat nicht jetzt irgendwas gut gespielt oder ähnliches, sondern ist einfach nur, weil der Ball da scheiße rausgeschlagen wurde. Ärgerlich. Komm. Ja. Ach. Und vor allem ärgert es mich noch mehr, weil ich schon das 2:0 hätte schießen müssen. Das ist halt auch ärgerlich. Ihr merkt es, ich bin dann immer so verärgert über so einen Gegentreffer. Gut, raus. Ja. Ja, 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 ja. Komm, komm. Wo schlägst du in die Flanke? Auf den Torhüter. Meine Güte, da steht einer frei. Und nicht der Torhüter. Ma. Unglaublich. Das ist, das muss ein Tor sein. Ich bin mit zwei Spielen komplett frei durch. Ärgerlich. Ja, komm. Sauber. Nur bejungen. Mann. Habe ich auch Glück. Hier, kann er nicht richtig klären, dann steht er genau richtig und das ist dann halt, das ist auch Glück. Genauso ein bisschen wie das 1-1 ist jetzt das 2-1 halt recht duselig. Man kriegt den Abpraller halt. Oder halt das Rausspielen vom Gegner. Hm, schwer gut. Nee, nee, nee. Ah, schön raus, sehr schön. Schön auf den Außen. Schnell auf den Stürmer. Stehen wir hier so, stecken wir durch. Komm, kriegt er laufen. Ja, ja, ja. Ah, fuck. Ah, es gibt Freistoß. Ah, komm, ich habe ja keinen vernünftigen Schützen im Team. Wie machen wir das? Das legen wir ab, oder? Oh, da springt er schon mal ein bisschen mit der Mauer ein bisschen rum. Legen wir ab. Machen wir nochmal so vorher eine fancy Combination. Komm. Bam! Oh, scheiße. Blockt er den Schuss. Ei, und das kann Elfmeter geben. Das gibt Elfmeter. Wusste ich. Ich wollte schießen und er blockiert meinen Schuss und dann haut er ihn um. Huh. 70, das ist okay. Mach ich, mach ich, mach ich, mach ich. Mach ich, mach ich, mach ich, mach ich. Oh, Ruckel, aber hier perfekt. Also das ist natürlich richtig assi, wenn es während dem Elfmeter-Anlauf ruckelt. Weil das ist die Phase, wo du zielen musst. Und wenn du es zu lange drückst, dann geht es ins geht es neben das Tor. Und dann ist das Timing komplett ruiniert, wenn das da ruckelt. Hat irgendwie doch noch ganz gut geklappt. Finde ich gut. Ja, guck mal hier. Da oben läuft nämlich einer. Sehr schön. Ja. Boah, wird geblockt. Aber hier geht noch was. Da geht noch was. Boah, Ecke, oder? Ja, sehr schön. Ich muss mal ganz kurz. So. Was haben wir hier? Wen haben wir da? Also, ich bin zufrieden, wie es im Angriff läuft. Ich kann ganz gute Pässe spielen. Die Leute machen gute Runs, die ich auch gut anspielen kann. So, die kommt auch. Bam! Ich habe gemerkt, es bringt nichts, Bam oder ähnliches zu rufen. Machen wir die Flanke? Ja, ja, oder ist der Torhüter?
Aber der Abwurf, schade. Ich hätte kurz gedacht, vielleicht ein bisschen zu kurz. Aber da stand keiner. Oh, das ist natürlich hier fancy. Shimao. Schöne. Oh, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir da nicht direkt den Ball verlieren. Und hier so, zack. Ein bisschen weit. Wie könnte man meinen, aber hier, da ist der Pippi nicht ganz auf zack. Und dann... Wow, das ist natürlich wahnsinnig knapp, wenn ich da den Ball erobert bekomme. Komm. Jetzt wird er durchstecken. Müssen wir hier rausspielen? Ja. Da müssen wir aufpassen, dass wir da den Gegner nicht in Zweikampf lassen. Kommen lassen. Ja. Oh. Und jetzt pfeift er zur Halbzeit. Das war ja wirklich eine actiongeladene Halbzeit. Wirklich 4 Treffer ist natürlich auch ordentlich. Der ärgert mich immer noch. Hier rausgeklärt an die Knie von ihm. Und dann, ja, es war auch sein einziger Schuss. Von daher denke ich auf jeden Fall eine verdiente Halbzeitführung. Ja. Nee. Schade. War ein bisschen zu optimistisch. Jetzt wird er hier gleich steil spielen. Nee, hat er gesehen, dass es auch nicht funktionieren wird. Schön. Spielen wir schnell raus. Ein bisschen Glück. Lassen wir mal so durch. Zack. Und dann sind wir hier ab. Und dann legen wir ab, ganz kurz. Und dann... Komm, tu es. Boah, was für ein Strahl, der da rausknallt. Und auch wie gut platziert. Wahnsinn. Das müssen wir nur anschauen hier. Das ist ein... Boah, perfekt platziert. Also wahnsinnig guter Abschluss. Das Problem war, ich konnte mit meinem Stürmer, der jetzt quasi direkt vom Torhüter war, nicht vernünftig den Abschluss vorbereiten, weil die Gegenspieler noch irgendwie so ein bisschen dran waren. Und dementsprechend habe ich da abgelegt. Und das war natürlich dann genau die richtige Entscheidung. Aber der Abschluss war natürlich Weltklasse. Nee. Aber, komm. Boah. Oh, Elfmeter? Schade, hätte natürlich auch mir den nächsten geben können. Komm, gerannt. Sehr gut. Ah, scheiße. Das wird auch ein Treffer. Ja. Ja. Oh, da wird er von seinem eigenen Spieler umgehauen. Gut, wenn du jetzt anfängst zu jubeln, das ist jetzt meine Devise, dann wird es halt auch dir so passieren, wenn du das Tor anschaust, dann schaue ich mir halt auch jetzt jeden Treffer an. Ja. Ist okay. Also, tut mir leid, ich schieße 4 Dinger und... Ja gut, ich habe mir doch ein paar auch angeschaut, merke ich gerade. Also, das mache ich ja nicht... Weil ich das so toll finde, sondern weil ich es euch nochmal erklären möchte, was passiert ist. Machen wir hier die Flanke. Und Fallrückzieher. Ne, Kopfball. Boah, der Typ. Alter, was für ein geiler Abschluss. Wuhuhu. Hier, das ist mein Lieblingsjubel, um die Gegner zu nerven. Ja, sehr schön. Ja, wuhuhu. Dann gibt es nochmal ein bisschen den Armkreiser. Hier, die Flanke ist natürlich richtig geil und der Abschluss auch richtig gut. Also, kann man nichts sagen. Also, als ob das ein 80er-Stürmer wäre, der wirklich auch sehr gute Kopfballwerte hat. Krass. Ist dann jetzt, genau, nachdem ich das letzte Mal so auch so überlegen gewonnen habe, kam natürlich die erste Stimme Momentum. Ich finde, das hat nicht viel mit Momentum zu tun, wenn ich die Gegner so gut, wenn ich meine Spieler so gut angespielt bekomme. Komm, spiel kurz. Jetzt richtigen Timing gespielt. Und dann... Warum ist das der nächste Treffer? Ich habe halt jetzt ganz kurz hier... Pass auf, ich habe lange gewartet, bis ich den Pass spiele. Dann hat er gedacht, okay, der spielt den Pass nicht mehr. Und dann genau habe ich den Pass gespielt in dem Moment. Und das hat ihn natürlich jetzt komplett demoralisiert. Und dann machen wir hier so weiter. Also, schade. Das ist auch gefährlich, solche Pässe im Rückraum zu den Abwehrspielern. Ja, scheiße, dass er sich auf den Boden schmeißt. Schade. Wäre natürlich ein richtig geiler Balleroberung geworden. Ja, genau. Wollte gerade sagen, Momentum, ne? Also, sorry, aber ich bin dem halt auch jetzt gerade spielerisch überlegen, um es mal so zu formulieren. Ich weiß, arrogant, etc. Aber PP, solche Kombinationen hier. Komm. Da packt er den Volley-Dropkick, wie auch immer, aus hier. Zack, nimmt den an und schießt den direkt rein. Sorry. Was für ein Typ, was für ein Tor. Alter, das war jetzt ein bisschen glücklich.
Ah, herrlich. Aber ich war ja auch schon wieder davor komplett frei vom Torhüter. Ich hab's da ein bisschen verkackt. Und ich mache hier nochmal ein paar Buden, würde ich sagen, oder? Ah, schade. Aber er spielt mir direkt wieder an die Füße. Hier, dann ist er weg. Ja. Komm. Oh. Ah, ein bisschen eng da. Oh, aber pass auf, er legt mich wieder auf und den schießen wir auch nochmal. Geblockt, da stehen aber auch drei Leute vor mir. Oh, scheiße, ins Leere getackelt. Ist immer blöd. Komm, ja, sehr gut. Richtig gut rausgespielt. Ja, lauf mir doch nicht so weit entgegen. Bleib doch da stehen, dann kann ich dich anspielen mit einem langen Ball. Oh, das wird der nächste Treffer. Ja. Okay, also was für eine Partie. Jetzt sind schon 10 Tore, glaube ich, gefallen. Bin ich wieder zu hüftstark mit meinem Verteidiger? Ja, 10 Treffer. Wahnsinn. Nee, das war nix. Das war nix. Schön rausgespielt. Boah, hartes Einsteigen hier. Hier erahne ich sehr früh den Pass. Ja. Oh, schade. Muss ich besser machen. Komm, hier starke Balleroberung. Wow, aber er pfeift es faul. Schade. Aber vertretbar. Wieder direkt. Ja, das ist immer geil. Also, da so quer zu spielen, ist halt Harakiri. Wenn ich den Ball besser abgefangen bekomme, was eigentlich auch sehr wahrscheinlich ist, dann bin ich da halt komplett durch. Oh nee. Ach komm, ey. So eine verhurte Flanke, die komplett planlos geschlagen ist wieder und dann kommt die perfekt auf Soldado, der das Volley reinschlagen kann. Ma. Ja. Nee. Muss einfach mal wieder schießen, aber es gibt Freistoß. Okay. Jo, ist halt auch wieder mit auflegen. Oh, aber pass auf. Nee, Ecke. So. Ja. Boah, schade. Kam eigentlich wieder ganz gut angelaufen, mein Stürmer. Ei, der Schiedsrichter wieder. Der steht da im Weg. Spielen wir hier kurz. Wenn er den richtig angenommen bekommt, dann kann er so viel aus der Situation machen. Aber er nimmt ihn total komisch an. Oh, Tackle ins Leere. Also jetzt gerade die letzte Zeit habe ich ein bisschen schwächer gespielt. Nicht mehr so konsequent vorne die Sachen gefährlich gebracht. Aber vielleicht machen wir noch einen Treffer. Doppelpass. Meine Güte, ich habe noch oben. Oh, pass auf, ich komme da durch. Ja! Boah, was für ein Hechter hier vom Deuter. Oh, ich wollte, also es war kein Lupfer, sondern es war wirklich ein Pass auf einen Stürmer, der da oben läuft. Gut, diese Partie ist vorbei. Da war einiges geboten. Ich blicke auch nicht so wirklich durch bei meinen Torschützen. Ich glaube, man kann es mir verzeihen, aber ich glaube, mein Stürmer hat wieder dreimal genetzt, mein Mittelstürmer, und bestimmt auch ein Flügelspieler, so wie es ausschaut. Okay, ich denke, eine ganz lustige Partie. Ah, ich werde direkt noch eine hinterher machen. Es macht mir so viel Spaß mit denen. Ich mache jetzt direkt noch eine. Komm, weg. So, hier 9,8, mein Stürmer. Drei Dinger gemacht und die restlichen Treffer sehr gut verteilt. Habe ich mir auch fast gedacht bei den Namen. So, Spieldetails, ich denke, da war es auch recht eindeutig. Ja, er hat vier Schüsse, vier Treffer. Das ist natürlich auch klasse. Richtig effektiv vom Gegner.
Also das waren deutlich zu viele Gegentreffer, das muss man auf jeden Fall sagen. Ich habe dann, wenn ich was zugelassen habe, war es ein Totalausfall bei mir in der Abwehr. Das ist natürlich nicht so geil. Und spiele ich jetzt nochmal mit denen oder spiele ich mit meinem Bundesliga-Team? Ich spiele mit meinem Bundesliga-Team. Weil ich habe mir das ja nicht gekauft, damit es auf der Bank rumlungert, sondern es soll auch zum Einsatz kommen und dann haben wir hier so ein bisschen Vielfältigkeit oder wie sagt man, mal ein bisschen Abwechslung auch in der Mannschaft. Und suchen wir uns den Gegner. Bin mal gespannt. Mambo Italiano. FCK Logo und ich glaube auch FCK Trikot. Wird dann ein Serie A-Team sein. Ja, mit hier Pazzini in Form im Sturm. Di Natale, Micoli hinter den Spitzen und dann noch Giovinco sehr schnell. Der hat übrigens inzwischen wieder im normalen FIFA 5 Tricksterne. Ich weiß nicht, ob sie ihm auch ein Update geben werden, noch in Ultimate Team mit 5 Tricksternen. Wäre auf jeden Fall dann, glaube ich, ein sehr beliebter Spieler. Aber ich glaube, der ist 1,65 oder lass das sogar nur 1,60 sein. Das ist so krank, wie klein der ist. Gut. Also, das Team ist ganz gut vom Gegner. Noch wirklich einen Ticken besser als meins. Aber das hat mich ja eben mit den Koreanern auch nicht gestört. Schlechter Pass. Spiel mir steil. Ja, komme ich auch direkt durch. Ah, krieg die Ballannahme hin. Oh, das ist natürlich jetzt ganz gefährlich, was er da macht. Immer her damit. Immer mir den Ball geben. Im 16er von ihm. Da bin ich ein Fan von. Oh, wie schlecht ich spiele. Aber hier starke Ballerung von Gustavo, der danach mit der Schusstäuschung in den Gegner rein läuft. So, hier stark von Santana. Und da geht jetzt vielleicht was. Ich hatte kurz gedacht, Lewandowski wird vielleicht von alleine starten. Hat er nicht gemacht. Ah, ich wollte. Ah, ich habe zu spät gesehen, dass Sydney Sam so komplett frei ist. Den hätte ich am besten anspielen können. Mit einem längeren Dreieckspass. Pass auf hier, Gomez mit einem krassen Solo, aber dann. Ah ne, es war gar nicht Gomez. Da ist Gomez. Ah, und da sieht es dann schon ein bisschen anders aus. War anscheinend Lewandowski. Hat gedacht, ich lege jetzt hier gerade ein Solo hin mit Gomez. Stark, aber leider den Ball nicht behauptet. Komm. Nee, das wird nichts. Da hat der Torhüter dann auch den Ball. Haben hier lang auf Sydney Sam. Oh, ich wollte ihn mit der 1 durchlassen. Was ist denn da los? Warum machst du das denn nicht? Schade. Hatte ich fast mit dem Tackle den Ball gewonnen. Boah, wie er da noch den Fuß reinbekommt. Komm hier, öffne den Pass. Jetzt müssen wir nochmal schauen, wann sich die Stürmer in Position begeben können, damit sie die Flanke bekommen. Jetzt aber. Komm! Ja, die kommt, die kommt, die kommt, die kommt! Oh! Wie wenig gefehlt hat. Und Diego kriegt den Ball dann zugespielt, aber ist nicht in der Lage, den Ball dann auch zu verwerten. Stecken wir mal hier so durch. Ein bisschen zu lang, aber pass auf, der macht einen Fehler. Ah, schade. Ui, der spielt aber seinen Torhüter ganz schön hart an. Können wir mal hier rangehen? Oh, das ist. Das war knapp. Hätte bitter enden können. Nee. Nicht so gut gespielt. Aber pass auf, da geht jetzt noch was. Nee! Aber au. Gehen wir mal so durch. Und jetzt Gomez vielleicht. Nee. Also ist jetzt sehr inkonsequent, was ich nach vorne mache. Oh. Sehr inkonsequent. Und deswegen klappt es bis hierhin dann auch nicht so wirklich. Ja. Schön. Ja, machen wir schön breit. Oben läuft Diego. Kriegen wir vielleicht angeflankt? Ja, da ist Diego. Oh, kriegt da so mit dem letzten Moment einen Gegenspieler dazwischen.
Komm, aber hier direkt. Ja, stecken wir durch. Und die Flanke auf Lewandowski und auf Gomez. Oh, den muss er machen. War es Gomez oder war es Lewandowski? Boah, den muss er natürlich machen, wenn er so angeflogen kommt. Scheiße. Sehr schnelles Spiel oder sehr hektisches Spiel, wie ich finde. Oh, faul. Ah, schade. Wie sie mich alle wieder haten werden, weil ich so viele Fouls fordere. Boah, was für ein Ding von Sydney Sam. Der Gegenspieler direkt vor ihm. Hier abgelegt und dann hier einfach mal so auf den linken gelegt, Außenrissschuss in die lange Ecke. Sorry, dass ich gerade husten musste. Aber war natürlich jetzt ein richtig krasser, also sehr glücklich, dass der Ball überhaupt durchgekommen ist, gegen den Gegenspieler durch. Und das war natürlich ein bombastischer Abschluss. Ich denke, ganz schön den Ball verteilt. Und hier so, hier kommt Eroberung. Ja, da setzt mich dann der Gomez nach. Und dann gehen wir hier durch, den ziehen wir in die lange Ecke. Das ist, oh! Hält der Torhüter. Muss ich, glaube ich, in die andere Ecke schießen. Ich hatte mir schon irgendwie beim Abschluss fast gedacht, dass ich in die andere Ecke schießen muss. Aber hab's dann nicht gemacht. Komm, die kommt, die kommt, die kommt! Ist mir. Und Gustavo, pass auf, der haut meinen raus. Ja, boah. 5 Meter zu hoch. Auch nicht optimal vorbereitet. Ich bin nicht ganz zufrieden gerade. Zweimal, also eben gerade, das war mein Fehler, dass der Abschluss nicht gekommen ist mit Gomez. Komm. Ah. Wie schlecht, wie ich da den Ball verteilen möchte, so offensichtlich. Nee, das klappt nicht. Das ist optimistisch und jetzt habe ich ein Problem in der Verteidigung. Ja. Aber er braucht zu lange, um das vernünftig auszuspielen oder um es gefährlich nach vorne zu bringen. Boah, das ist ein hartes Einsteigen. Könnte auch mal gelb geben. Ja. Oh, gibt noch nicht einen Freischuss. Schade. Hat mir einen Vorteil angezeigt, aber hat ihn dann nicht lange mir gewährt. So. Mal hier lang raus. Ach, bitte, geh doch. Diego, geh doch hin. Der ist doch auf dich gerichtet. Schön. Komm. Oh, jetzt wird's bitter. Jetzt wird's brenzlig. Jetzt macht er Schusstäuschung. Nee. Sehr gut. Wiese ist da. Machen wir lang raus. Jetzt können wir mit dem Konter laufen, falls er noch laufen lässt. Ja, nee. Schade, es hätte noch gefährlich werden können. Ich sag mal so, eine recht anspruchsvolle erste Halbzeit. Sehr viel hin und her. Und hier nochmal der Treffer von Sydney Sam hier so abgelegt. Und dann Außenrissschuss. Wow, der war richtig sick. Ein bisschen glücklich, aber wow. Kein Schuss vom Gegner zugelassen und deutlich mehr Ballbesitz. Da spricht dann doch recht eindeutige Worte. Oh, wie? Stark hier, Sobotisch. Steht ja genau richtig. Spielen wir hier kurz. Machen wir hier so. Jetzt machen wir hier mal einen Angriff irgendwie. Machen wir hier so lang. Aber Lewandowski wird da nicht reinkommen, ja. Machen wir hier so lang rüber und jetzt. Boah, was denn? Nein! Nein! Komm, da geht noch was. Komm! Ja? Alter! Der Abschluss war richtig brutal von Gomez und dann hat er wirklich Pech. Da hat er wirklich Pech, dass der nicht reingeht. Das war richtig krass gemacht. Und, ja. Habt ihr ja gesehen, wie knapp das war. Komm, nochmal so ein Außenschuss. Schade. Er macht sie mit einem normalen Linken. Und scheitert dann am Torhüter. Und jetzt hier einer meiner beiden Stürmer wird den rein wuchten. Ja, komm. Zack. Uah. Da auf der Linie gerettet. Gehen wir hier so ab. Und Gustavo haut jetzt einen raus. Aber leider auch hier die Abschlussvorbereitung oder die Fernschussvorbereitung nicht optimal. Und dann wird es auch zu schwer für Gustavo. Doppelpassversuch. Aber hier ist alles zu eng. Deswegen müssen wir es abbrechen. Machen wir hier so. Legen wir weiter. Ist noch. Ist noch. Oh, 11 Meter. Ja.
ein bisschen glücklich, dass es da, dass er mich da so erwischt, dass es Elfmeter geben wird. Und da haben wir hier mit Alaba, boah, wir haben mit Alaba noch einen ganz vernünftigen Schützen, aber Gomez hat viel mehr Schusskraft. Deswegen schieße ich den mit Gomez. Und auch ganz vernünftig platziert. Ist dann hier das 2:0 und das gibt mal ein bisschen Entspannung oder ein bisschen Luft. Hier stehe ich gut. Oh. Stark. Nehmen wir direkt raus. Legen wir ab. Ziehen wir mal so durch. Oh, schlechte Ballmitnahme. Aber hier weit verteilt. Und dann Lewandowski ist durch. Dann ziehen wir mal in die kurze Ecke. Boah, ist auch der Torhüter da. Ah, muss ich mir vielleicht mal den Winkel besser machen? Weiß ich nicht. Scheiße, kann ich auch annehmen. Sam, also Sam gefällt mir richtig gut. Der macht mich jetzt auch noch einen Treffer. Oh. Oder Lewandowski. Oh, der ist aber der Teute, der gut. Aber ich bin gerade sehr zufrieden, wie ich mich in feinen, engen Triplings durchsetzen kann. Sind immer sehr, sind Richtungsänderungen auf sehr kleinen Raum, die gegen ihn sehr gut funktionieren. Die kommt. Pass auf. Zack. Und dann ist er da. Ist es Lewandowski? Ja. Sehr schön. Also, tut mir leid, mit den beiden Stürmern vorne drin, da habe ich so eine Gefahr über die Ecken, weil die einfach sich die Kopfbälle super erarbeiten. Oh, schade. Zu spät weggedreht. Und meine Innenverteidigung finde ich auch sehr gut. Vor allem Santana. Steht wirklich immer gut und gibt geile Balleroberungen. Hat hier aber gerade beim Ballrausspielen habe ich ein bisschen schlampig gearbeitet. Hier wird er die Flanke irgendwo suchen. Bricht ab. Legt er jetzt vielleicht zurück. Oder schießt. Aber da ist Wiese nun mal zu stark einfach auf der Wiese. Auf der Linie. Wiese ist zu stark auf der Wiese. Richtig. Korrekt. Sehr gut. Ist ja, er steht ja trotzdem auf der Wiese. Das ist ja richtig. Also ist jetzt nicht komplett falsch, was ich gesagt habe. Aber ich meine natürlich, ist zu stark auf der Linie. Nee, das ist jetzt hier gerade ein bisschen zu viel gewurschtelt in meiner Hälfte, wie ich finde. Das kommt ja jetzt, kommt er in einer guten Flankensituation. Ja, das wird jetzt hier auch gefährlich. Was mache ich denn da? So, hier rausgespielt. Mal rausschlagen. Und jetzt haben wir vielleicht mal den Ball. Nee, landet immer noch beim Gegner. Oh, aber dann hat er natürlich einen Fehler. Lalalala. Lalala. Scheiße. Gomez setzt sich da leider nicht so ab oder durch, wie ich es erwartet hätte. Gut, komm, hier gehen wir ran. Oh, das hätte auch fast faul geben können. Nehmen wir hier kurz. Ich drehe mich gegen den Gegner, aber Gomez setzt nach, aber. Ah, oh, hier Gomez arbeitet wirklich viel nach hinten. Jetzt ist der Gegner mal durch. Aber ich hole den Torhüter recht früh raus, wodurch der Ball dann auch nicht so durchkommt, dass er frei ist. Habe ich schon fast verkackt. Nehmen wir mal so. Oh, schade. Hartes Einsteigen hier von oder robustes Einsteigen. Ich bin da viel zu langsam gerade gewesen beim Richtungswechsel, wodurch das dann auch nicht funktioniert. Aber Sydney Sam gefällt mir sehr gut. Also der hat eine richtig gute Agilität. Jetzt machen wir die Flanke und das wird das nächste Tor. Pass auf. Ja. Und es ist Gomez. Lewandowski wieder. Sehr schön. Hier, Sydney Sam einfach hat er hier gerade schön den Ball verteilt und dann Kipa Selassie ist komplett frei zum Flanken. Und das ist dann auch, wie gesagt, bei meinen Stürmern, die, ich finde, sie sind sehr kopfballgefährlich. Oh, schade. Ja? Oh, nicht so weit im Rücken. Ah! Fuck! Ich hab vergessen, L2 rechtzeitig zu drücken, wodurch ich gerade den Ball vorgelegt habe. Ich wollte eigentlich Übersteiger machen und nach innen ziehen.
Ja, ich wollte da im Gomez den Trickschuss, den Trickpass auspacken und keine Schusstäuschung machen. Richtig, absolut korrekt. Mach ich häufiger in den Situationen, da den Trickschuss, den Trickpass. Oh, schade. Setzt sich Gomez so gut durch bis dahin und dann im letzten Moment verkacke ich's. Oh, kriegt er geblockt. Also ich finde sehr dominant die Partie, wie ich jetzt... Also zu Teilen, okay, muss ich gerade sagen, stimmt. Ne, hatte er Phasen, wo er mich auch gut unter Druck gesetzt hat, aber danach... Also es geht schon hier so in Ordnung, das auch so deutlich zu gewinnen, würde ich sagen. Sehr viele Schussgelegenheiten, sehr viele Abschlussgelegenheiten von mir. Gomez leider nur mit dem Elfmeter-Tor. Ich probiere ja ihn immer so ein bisschen zu pushen, dass er nochmal ein paar Buden macht. Und ich denke, ich kann zufrieden sein, aber teilweise... Ich hätte vielleicht mehr Tore schießen müssen, ganz einfach. Also teilweise habe ich ein bisschen noch vielleicht zu sehr rumgespielt oder noch zu sehr ins Dribbling gegangen. Hätte ich vielleicht öfters nochmal einfach auf den Kreis-Button drücken müssen und dann wäre vielleicht nochmal das ein oder andere Tor mehr gefallen. Aber 4-0 geht schon klar irgendwie. Und dann, die nächste Folge wird dann ein Teambuilding von meinem ersten Team. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich denke, es war eine schöne Abwechslung. Einmal mit dem Koreaner-Team, einmal mit dem Bundesliga-Team. Und dann, wie gesagt, nächstes Mal geht es weiter mit dem Teambuilding vom ersten Team. Und darauf könnt ihr euch freuen. Ich probiere dann auch direkt mit dem Team zu spielen. Halt euren Kasten sauber, euer Tess.